Vortrages hier präsentieren, was die Magie eines besonderen Bildes ausmacht. Ihr habt von Lars Ihring vorher gehört, ein paar technische Grundlagen, wie man Bilder gestalten kann. Für mich ist allerdings das Wichtige das Resultat, das Bild. Und wie Bilder auf den Betrachter wirken können, habe ich gestern einmal kurz erklärt mit diesem Kommunikationsmodell von Schulz von Thun und wie ich das Modell dann adaptiert habe für die Fotografie. Gestern haben wir miteinander das Formauge angeschaut. Das Formauge ist das, was man eigentlich in allen Lehrbüchern zur Fotografie lernt. So goldener Schnitt, diagonalen Regeln, Drittelregeln, das sind alles Formregeln, die es helfen, ein Bild zu gestalten. Allerdings ist die Form, das ist nur die halbe Miete. Das ist nur ein Teil, das ausmacht, dass ein Bild wirklich wirkt. Nach dem Vier-Augen-Modell, das ich entwickelt habe, braucht es noch drei andere Aspekte. Ein Bild muss was erzählen, dem Betrachter, etwas Interessantes erzählen. Das Bild sollte unsere Gefühle ansprechen, weil Gefühle sind enorm wichtig, ob wir ein Bild annehmen oder ablehnen. Und das Bild sollte uns etwas über den Fotografen erzählen, über seine Sicht der Welt, über seine Bildsprache, über seine Art zu fotografieren. Und wenn alle diese vier Faktoren optimal zusammenspielen, dann können ganz spezielle, ganz herausragende Bilder entstehen. Ich möchte euch heute über das Erzählauge, das Gefühlsauge und das Ich-Auge etwas erzählen. Bilder, die etwas erzählen, sprechen uns generell stärker an. Wir fühlen uns durch diese Erzählung angesprochen. Das hat eine uralte Geschichte. Schon in den Höhlenmalereien wurden Geschichten aus dem Leben gemalt. Das, was die Menschen berührt hat, das, was sie interessiert hat. In der Malerei des Renaissance haben Maler ganze Geschichten in ein einziges Bild gepackt. Hier sehen Sie Adam und Eva, Sie sehen den Sündenfall und Sie sehen gleichzeitig die Vertreibung aus dem Paradies. Alles auf einem Bild. Können wir Fotografen leider nicht. Da sind uns die Maler überlegen. Aber das Erzählende war immer extrem wichtig in der Malerei. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Fotografie. Oder wie Louis W. Hein sagte, wenn ich die Geschichte in Worten erzählen könnte, brauchte ich keine Kamera herumzuschleppen. Also erzählen wir doch mit unseren Bildern Geschichten. Auch Cartier-Bresson, der Spezialist, um alles auf den Punkt zu bringen, ist der geniale Erzähler mit Bildern. Wenn Sie ein Buch kaufen möchten über geniale Fotografen, kaufen Sie ein Buch von Cartier-Bresson. Ist zwar 80 Jahre alt, die Fotografie, aber absolut genial. Was macht es aus, dass ein Bild was erzählt? Ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte aus Venedig. Venedig ist für mich als Fotograf ein Eldorado und ein Horror zugleich. Eldorado, es gibt unendlich viele Motive. Horror, alle Motive sind schon genial gut fotografiert. Was mache ich? Ich war verzweifelt, ich bin herumgelaufen, habe einfach nichts gewusst zu fotografieren, als plötzlich am Markusdom kurz vor Sonnenuntergang dieses Schiff kam. Ein riesen Kreuzfahrtdampfer und ich spürte, jetzt kommt der Moment, jetzt kann ich eine Geschichte erzählen, jetzt kann ich ein überraschendes Bild machen, das man vielleicht nicht so kennt von Venedig. Bin an einen Kanal gerannt, habe schnell einen Platz gesucht und habe ich Bilder um Bilder geschossen. Ich wusste nicht, wann kommt der geniale Moment, wann stimmt die Geschichte. Und so habe ich halt aus meiner Verzweiflung heraus fotografiert und fotografiert und fotografiert. Und das war nachher der Punkt, wo das Bild richtig war. Das war der Moment, wo das große Schiff, das filigrane Venedig zu zerdrücken drohte, wo die Elemente plötzlich stimmten. Und dann war ich etwas Perfektionist und sagte, okay, aber die kleinen Schiffe gefallen mir noch nicht. Und dank der digitalen Fotografie kann man ja das etwas zusammenbauen. Sie werden sehen, Lügen in der Fotografie sind so alt wie die Fotografie. Und ich habe aber gesagt, so wirkt es etwas besser. Der Dialog zwischen dem großen Schiff, dem kleinen Schiff, der Gondel, das war perfekt. Dann stimmte die Geschichte für mich.
Also Bilder, die etwas erzählen, sind einfach spannender zum Anschauen. Ein anderes Beispiel. Ein ganz simples Aktbild, Sie haben das vorher gesehen, wie man das macht. Heike vor einem Vorhang, schöne Frau, weitgehend wirkungsloses Bild. Ich sage es etwas brutal, aber ich kenne den Fotografen. Er wird es mir verzeihen. Wenn man mein Vier-Augen-Modell ansetzt, sieht man eine ganz kleine Fläche. Etwas Formauge, etwas Gefühlsauge, aber der Rest ist eigentlich nichts. Dann hat er einen Trick angewendet und hat einen Hintergrund zum Bild gelegt. So wurde es bei Photo-Community in die Galerie gewählt. Jetzt hat es die Gefühle der Menschen angesprochen. Jetzt hat es erzählt. Eine schöne Frau in einem schönen Hotelzimmer, ein schönes Abendlicht. Plötzlich sprach das Bild zum Betrachter. Und jetzt sieht natürlich das Diagramm auch ganz anders aus. He? Jetzt wird nicht nur die Form angesprochen, jetzt wird auch erzählt. Jetzt wird das Gefühl des Betrachters angesprochen. Und wir spüren auch die Qualität des Fotografen. Es macht also enorm viel aus, was uns das Bild erzählen kann. Ein anderes Beispiel kennt jeder hier. Weltberühmt. Vietnam, schreiende Kinder, Flucht vor einem Napalmangriff. Das effektive Bild sah aber so aus. Die effektive Aufnahme war das. Und auf der effektiven Aufnahme sieht man, wie auf der rechten Seite ein Journalist den Film aus der Kamera nimmt. Stellen Sie sich mal diese Geschichte vor. Ein Journalist nimmt einen Film aus der Kamera, wenn nebenzu Kinder verbrennen und schreien. Das ist eine ganz andere Geschichte als nur die Kinder. Die Fotografen wussten ganz genau, wieso sie nur den Ausschnitt zeigten und nicht das Originalbild. Also Fotografien können ganz gewaltig lügen, indem sie einfach nur das erzählen, was sie wollen. Das kennen Sie alle, Reportagefotografie, Reisefotografie, aber auch Inszenierungen, Serien, das sind alles erzählende Themen. Reportagen, Ränder der Gesellschaft, Menschen am Abgrund, unglaublich starke Bilder, unglaublich aufwühlende Bilder mit viel Kraft. Aber die müssen natürlich extrem gut fotografiert sein, dass sie erzählen. Das kann kein Schnappschuss sein, das muss überlegt sein. Reisefotografie, Venedig, viel besser fotografiert, als ich das kann. Eine Minute Belichtungszeit, jeder Mensch verschwindet. Nur noch die Stadt, die Magie der Stadt wird sichtbar. Selbst am Kanal ein Jahr aufgenommen. Das erzählt eine ganz andere Geschichte, als wir die kennen von Venedig. Inszenierungen. Eine Inszenierung aus einem Gemälde. Das Gemälde ist 150 Jahre alt. Die Fotografin hat es nachinszeniert. Eine Inszenierung, die ich gemacht habe in einer Küche. Mich hat das Licht fasziniert. Ich wollte eine Geschichte erzählen in dieser Küche. Zusammen mit dem Licht und den Menschen. Heute Bilder, die aber zum Ende eine tolle Geschichte erzählen können. Bilder unter Wasser, eine Welt, die wir nicht kennen, eine Fantasiewelt mit einer großen Ausstrahlung, großen Magie. Oder halt auch ganze Geschichten im Bild, wie diese Analogie an eine Metamorphose eines Schmetterlings. Jeder versteht die Geschichte, auch der Chinese, der Japaner, alle verstehen die Geschichte. Genau wie diese Geschichte. Das sind universelle Geschichten, universelle Themen, die können Sie überall zeigen, jeder wird sie verstehen. Also beim Erzählauge geht es darum, eine Geschichte so zu bringen, dass jeder etwas damit anfangen kann. Aber Sie haben gemerkt, die erzählen ja nicht nur die Geschichten, die sprechen ja auch unsere Gefühle an. Gefühle sind absolut zentral in der Fotografie. Wir sind unglaublich gefühlsorientierte Wesen. Die Gefühle leiten uns. Wenn man es etwas auseinander nimmt, sind Gefühle das, was wir wahrnehmen über alle unsere fünf Sinnesorgane. Und Emotionen
sind das, was wir dann ausdrücken nach außen. Also wir können Gefühle haben, sie aber nicht zeigen. Das ist der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen. In unserem Zusammenleben sind Gefühle absolut zentral. Wir funktionieren über Gefühle. Deshalb suchen wir in Gefühlen eigentlich unseren Menschen und unseren Gegenüber zu verstehen. Mit der Körpersprache können sie sich ausdrücken. Die Körpersprache ist älter als die Sprache, die wir sprechen, viel älter, aber sie ist eine universelle Sprache. Also wenn ich zum Beispiel nach China gehe, ins Restaurant, ich gegessen habe und ich mache das Zeichen hier, dann kommt sofort der Kellner und bringt mir die Rechnung. Das können Sie überall machen auf der Welt. Jeder wird dieses Zeichen verstehen. Das ist Körpersprache. Gehe ich aber an eine Bar und habe noch nichts bestellt und habe noch nichts gegessen und ich mache das, wird mich der Barkeeper nur komisch anschauen und denken, der hat schon zu viel getrunken. Hä? Also er versteht das Zeichen nicht. Also Körpersprache ist eine sehr universelle Sprache, braucht aber einen Hintergrund, dass man das versteht. Wie können wir als Fotografen Gefühle ansprechen? Ich habe drei Methoden herausgefunden, wie wir mit Gefühlen arbeiten können in der Fotografie. Die eine Möglichkeit ist, wir können Bilder so machen wie Musik. Bilder, die eine unglaubliche Harmonie haben. Einen optischen Akkord. Wir können aber auch mit Bildern über unsere Erinnerung an schöne Momente des Lebens Gefühle wieder hochspülen, die wir einmal hatten. Also über unsere Erinnerungen sehen wir plötzlich nicht nur ein Bild, sondern wir spüren das Meer, wir hören die Vögel pfeifen im Wald, wir riechen das Wasser. Also wir können unsere anderen Sinne ansprechen mit unseren Erinnerungen an schöne Gefühle. Und der dritte Punkt, wir können eben diese Körpersprache einsetzen. Gesten, Zeichen, die jeder Mensch auf der Welt versteht und sofort weiß, aha, das will uns der Fotograf mit diesem Bild zeigen. Dieses Bild ist ein optischer Akkord. Es ist wunderbar harmonisch, extrem fein, extrem schön gestaltet. Ein Bild, in das man versinken kann. Das ist wie Musik, Harmonie, Schönheit. Und das spricht natürlich die Gefühle auch an. So ein Bild mit diesem speziellen Licht im Wald am Morgen kann unsere Erinnerung wachrufen, weil wir waren vielleicht auch mal in diesem Moment im Wald. Wir haben das auch gesehen, wir haben das auch gespürt. Und das Dritte, die Körpersprache, die hat sich seit dem Affen extrem entwickelt. Der Affe, der hatte nur zwei, drei Gesten, die schlagen auf den Boden, die krallen am Rücken, aber die haben noch keine Körpersprache wie wir. Der Mensch hat diese Körpersprache ganz fein entwickelt und wir verstehen die ganz kleinsten Sachen, verstehen wir. Ich habe das mal studiert in Menschen. Was haben Sie das Gefühl? Ist das echt oder ist das gespielt? Echt? Für mich ist es gespielt. Das sind nicht echte Gesten, das sind nicht echte Emotionen, das ist eine Inszenierung. Und normalerweise spüren wir das, aber wir können nicht mal sagen, wieso.